Mit der Photosynthese beherrschen Bäume den wichtigsten biologischen Vorgang der Welt. Und zwar in ihren Blättern. Hier stellen sie ihre eigene Nahrung her. Mit Hilfe des grünen Farbstoffs Chlorophyll. Dafür sind nur drei Zutaten nötig. Wasser, das Treibhausgas CO2, das durch spezielle Blattporen eindringt, und Sonnenlicht. Mit der Energie des Lichtes setzt das Chlorophyll die Photosynthese in Gang. Heraus kommt dabei Zucker. Den Zucker speichert der Baum zunächst in seinen Wurzeln und schickt ihn von dort überall hin, wo er ihn braucht. Zum Beispiel um Holz, neue Blätter und, wenn es ein Obstbaum ist, auch Nahrung für uns Menschen herzustellen. Aber das ist noch nicht alles. Bei der Photosynthese entsteht nämlich noch etwas, das der Baum selbst zunächst gar nicht braucht. Wir Menschen aber umso mehr. Sauerstoff. Das heißt, Bäume holen das Treibhausgas CO2 aus der Luft und speichern es. Heraus kommt dafür nichts als frischeste Atemluft. Mit der Photosynthese beherrschen Bäume den wichtigsten biologischen Vorgang der Welt. Und zwar in ihren Blättern. Hier stellen sie ihre eigene Nahrung her. Mit Hilfe des grünen Farbstoffs Chlorophyll. Dafür sind nur drei Zutaten nötig. Wasser, das Treibhausgas CO2, das durch spezielle Blattporen eindringt, und Sonnenlicht. Mit der Energie des Lichtes setzt das Chlorophyll die Photosynthese in Gang. Heraus kommt dabei Zucker. Den Zucker speichert der Baum zunächst in seinen Wurzeln und schickt ihn von dort überall hin, wo er ihn braucht. Zum Beispiel um Holz, neue Blätter und, wenn es ein Obstbaum ist, auch Nahrung für uns Menschen herzustellen. Aber das ist noch nicht alles. Bei der Photosynthese entsteht nämlich noch etwas, das der Baum selbst zunächst gar nicht braucht. Wir Menschen aber umso mehr. Sauerstoff. Das heißt, Bäume holen das Treibhausgas CO2 aus der Luft und speichern es. Heraus kommt dafür nichts als frischeste Atemluft. Mit der Photosynthese beherrschen Bäume den wichtigsten biologischen Vorgang der Welt. Und zwar in ihren Blättern. Hier stellen sie ihre eigene Nahrung her. Mit Hilfe des grünen Farbstoffs Chlorophyll. Dafür sind nur drei Zutaten nötig. Wasser, das Treibhausgas CO2, das durch spezielle Blattporen eindringt, und Sonnenlicht. Mit der Energie des Lichtes setzt das Chlorophyll die Photosynthese in Gang. Heraus kommt dabei Zucker. Den Zucker speichert der Baum zunächst in seinen Wurzeln und schickt ihn von dort überall hin, wo er ihn braucht. Zum Beispiel um Holz, neue Blätter und, wenn es ein Obstbaum ist, auch Nahrung für uns Menschen herzustellen. Aber das ist noch nicht alles. Bei der Photosynthese entsteht nämlich noch etwas, das der Baum selbst zunächst gar nicht braucht. Wir Menschen aber umso mehr. Sauerstoff. Das heißt, Bäume holen das Treibhausgas CO2 aus der Luft und speichern es. Heraus kommt dafür nichts als frischeste Atemluft.